Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Was bin ich? Karin ist wieder bei uns und wird uns im Laufe der Sendung helfen, auf die vielfältigste Art und Weise. Und dann darf ich unser Kollegium vorstellen, Anneliese Fleinschmidt. Hans Sachs. Grüß Gott. Annette. Und Guido Baumann. Und dann darf ich gleich unseren ersten Gast bitten. Ich möchte einmal probieren, dass ich wirklich mit der Sendung in der Zeit bleibe. Nein. Sir Edwin Zürbuchen. Und er ist angestellt. So, welche Säule hätten Sie denn gern? Das Rote. Das Rote? Ja. Dankeschön. So, jetzt wollen wir Sie erst einmal vorstellen. Zu diesem Wort, das hier gestanden ist, möchte ich nachher noch einige tiefgefühlte Worte sagen. Zuerst darf ich Sie um eine Handbewegung bitten. Bitte, Guido. Herr Zürbuchen, stellen Sie etwas her. Nein. Findet Ihre Tätigkeit im Freien statt? Ja. Denn Sie schauen so gut aus. ist die Tätigkeit jahreszeitlich gebunden? Arbeiten Sie gerne im Sommer? Ja. Wer nicht? Wenn ein Sommer ist, haben Sie mit Ihren Händen zu tun? Ja. Arbeiten Sie mit einem Material? Nein. Nein, das kann man glaube ich nicht sagen. Brauchen Sie Ihre Hände, um was zu greifen? Ja. Ist das, was Sie greifen, ein festes Material? Ja. Ist es ein Beruf, den Sie ausüben, der hauptsächlich in den Bergen ausgeübt wird? Nein. Hat er recht, ja. Haben Sie Menschen, die Ihnen helfen bei der Arbeit? Nein. Aber kann man sagen, dass Sie im weitesten Sinn mit dem Baugewerbe zu tun haben? Nein. Haben Sie außerhalb der Stadt zu tun? Ja. Ist es ein Beruf, der mit der Natur verbunden ist? Ja. Haben Sie mit Pflanzen oder Tieren zu tun? Ja. Mit Pflanzen? Nein. Mit Tieren? Ja. Sind Sie auf der Jagd nach solchen Tieren? Nein. Mir geht das feste Material nicht so ganz zusammen mit dem, was wir bis jetzt herausgebracht haben. Machen Sie etwas aus einem festen Material für Tiere? Er macht ja überhaupt nichts, habe ich gesagt. Sie behandeln dann ein festes Material, was Tiere gebrauchen können? Nein. Aber Sie haben Umgang mit Tieren? Ja. Mit speziellen Tieren? Ja. Mögen diese Tiere Sie? Oh ja. Kann man im weiteren Sinn sagen, dass Sie diese Tiere pflegen? Ja. Im Sinne, dass Sie kranke Tiere gesund machen? Nein. Der Ort Ihrer Tätigkeit liegt wahrscheinlich in der Schweiz. Ja. Da gibt es einen Nationalpark. Haben Sie doch zu tun? Nein. Haben wir wieder mal euch schön erwischt. Und es wäre auch ganz ärgerlich geworden. Letztes Mal war der ja sehr tüchtig, aber es wäre sehr ärgerlich gewesen,
wenn ihr wirklich einen Polarhundführer erraten hättet. Auf den Eierwürfel. Diese Polarhunde, Anneliese, da wird dieses erstaunte Lächeln aufhört, ist ein Schlitten. Den hat er in der Hand und der wird von den Hunden und gezogen. Das ist das feste Material. Ja, und den schauen wir uns jetzt einmal an, wie sich das abspielt. Wir haben einen sehr hübschen Film da oben gedreht auf dem Eigergletscher. Das ist also nur das für einen Polarhund. Wie viel haben Sie denn oben? Ich habe 19 Tiere. 19 Tiere. Und wie viel werden immer eingespannt in einen Schlitten? 7 Hunde spanne ich ein. 7. Ja, das ist der Lasser. Das ist meistens der zweithinderste Hund. Und hier sieht man... Die haben ihre genaue Reihenfolge. Ja, nicht hier spanne ich das Leittier ein. Jetzt ist hier eine Piste, wo ich die Leute... mitfahre. Aha. Also die Touristen, die darauf kommen, können als besondere Attraktion eine Fahrt mit einem Hundeschlitten machen. Ja. Ne? Ja. Und Sie haben also 19 insgesamt, weil ja erstens mal immer wieder Nachwuchs da kommt, es werden immer neu eingeladen. Ältere Tiere, die bald nicht arbeiten können. Wie lange dauert so ein Rundfahrt? Ja, das geht circa 3 Minuten. Naja, dann das ist eine Zeit. Aber es kommen viele Rundfahrten zusammen. Ja. Ich wünsche Ihnen, dass Sie also weiterhin Glück mit Ihren Hunden haben, dass möglichst wenig gebissen werden. Oh ja, ne? Danke schön. Und was sagt man denn da, gut Hund? Ich weiß nicht, wie ich möchte mal vielleicht Eskimonisch sprechen, vielleicht Haya Haya. Haya Haya, das gefällt mir ausgezeichnet. Dann hier ist noch eine Wurst für Ihren Jackie. Jackie, schau mal. Jackie, schau mal. Und dann ist noch für das ganze Rateteam und für Sie ist da eine Dokumentationsmappe überreicht von der Direktion der Jungfraubahn. Herzlichen Dank, ich werde es nachher verteilen. Vielen Dank. Schön. Gute Heimreise, vergessen Sie Schwendel nicht. Ja. Gell? Ja. Haben Sie es da. Danke. Vielen Dank. Jetzt wollen wir dich wieder von deiner Wurst befreien. Das ist die Frau Laura Penninger und sie ist selbstständig. Guten Abend, Frau Penninger. Bitte nehmen Sie Platz. So, darf ich Sie auch erst einmal vorstellen. Die Handbewegung haben wir zuerst nicht aufgeklärt, aber so verhältnismäßig simpel. Bitte einsteigen, meine Damen und Herren, in den Schlitten. Das war's. Und wenn Sie auch eine Handbewegung machen können. Ich habe wieder was gelernt. Jetzt geht's weiter beim Hans, glaube ich. Gell? Frau Penninger, erweisen Sie mit Ihrer Tätigkeit der Menschheit sozusagen einen Dienst. Ja. Ist das ein Dienst, der für die Gesundheit der Menschen von Bedeutung ist? Nein. Sie haben eine so hübsche Tracht an. Ist der Beruf, den Sie ausüben, in einer bestimmten Landschaft zu Hause? Kann man sagen, oder? Nicht? Nein? Gut, ja, bitteschön. Kann man sagen, dass Sie etwas herstellen? Ja. Stellen Sie das alleine her? Ja. Sozusagen in Heimarbeit? Ja. Hat das etwas, ist das etwas Kunstgewerbliches? Ja. Arbeiten Sie vorwiegend mit einem bestimmten Material? Ja. Ist dieses Material vielleicht Holz? Nein. Sie haben so ein nettes Körperl dabei. Hat das was mit Ihrem Beruf zu tun? Nein. Arbeiten Sie bei Ihrer Tätigkeit mit, nicht nur mit einem Stoff, sondern mit Stoff? Mit Stoff, das ist meine zunächst die Frage. Ja, schon, ja. Bearbeiten Sie diesen Stoff? Ja. Schneiden Sie ihn? Nein.
Sie stellen etwas her, haben aber auch mit Menschen zu tun. Ja. Kann man also das, was Sie herstellen, erwerben? Ja. Könnte man das im weitesten Sinne als einen Ausstattungsgegenstand bezeichnen? Ja, ja, könnte man. Und es wird in Heimarbeit hergestellt, hat also einen gewissen kunstgewerblichen ja. Wert. Ja. Dann wären in Ihrem Fall, um nochmal auf Farbe zu kommen, Farben auch sehr wichtig in der Nein. Zusammenstellung. Nein. Ist das, was Sie herstellen, hat das, was Sie herstellen, irgendetwas mit dem Brauchtum zu tun? Ja. Hat das mit einer Tracht zu tun? Ja. Machen Sie Stickereien an Trachten? Nein. Ja, wenn das hier nicht immer alles anders wäre, würde ich fragen, ob Sie eine Dirndl-Entwerferin sind. Nein. Das, was Sie in Heimarbeit künstlerisch, ohne Farben, aber mit Stoff herstellen, wäre es etwas für mich? Wir können es ja nachher mal versuchen. Hat es überhaupt etwas mit Kleidung zu tun, mit der Kleidung? Ja, wir sagen nur ja oder nein. Schmückt es eine Frau? Ja. Aber ich muss es nicht unbedingt am Körper tragen, denn wir haben ja eben festgestellt, es kann auch in meiner Wohnung untergebracht auch, werden. Auch, ja. Das ist richtig, also ja. Fertigen Sie überhaupt einen Schmuckgegenstand her? Ein Schmuckgegenstand können wir gerade noch sagen, nein. Nein. Schmuckgegenstand ist es nicht. Nein. Es ist ein sehr schmückender Gegenstand, aber es ist kein Schmuckgegenstand. Und ich würde furchtbar gern, ich gäbe was drum, wenn wir das dem Hans einmal aufsetzen können. Es handelt sich nämlich... Oder den wissen Sie aus der Es handelt sich nämlich um eine Original-Linzer Goldhaube. Das ist die Vorlage. Das heißt eigentlich, das ist die Vorlage. Darf ich das einmal? Ich glaube, bei dieser Kamera sieht man das besser. Also eine Linzer Goldhaube, die nun insofern eine besonders kostbare Ausführung ist, weil sie echte Granaten hat. Also Sie sagen, das ist die Urform. Das ist das Boden- oder Bürgerhäubchen. Ja. Genannt. Und daraus, und hat, das ist also schon sehr alt. Ja, die habe ich kopiert nach einer alten Haube vom Museum in Linz. Und zwar stammt die Haube 1650 bis 1770. Ziehen Sie sie mal auf. Naja, da gehört eigentlich ein langes Kleid dazu. Ja. Ne? Und dann hat uns aber die Frau Wollen Pellinger auch eine Linzer Goldhaube mitgebracht, wie sie jetzt getragen wird, also die Form, zu der sich diese Grundform entwickelt. Ja. Da ist sogar noch was drunter, ne? Ja, unter der Haube. Das war ganz was Reizendes. Das ist eine Linzerin? Das ist eine echte Linzerin. Eine Linz geboren, meine Freundin. Würden Sie den Kopf mal ein bisschen auf die Seite drehen, dass man also wirklich sieht? Sie sehen, das ist dann hinaufgedreht von dieser Haube und das oben nennt man jetzt den Knauf. Früher hat das Bendel geheißen. Ja. Und das ist eine Haube, die also die Anfang des 19. Jahrhunderts... 1810 und 1820 hat sie eigentlich jede Kellnerin und jede Verkäuferin täglich getragen. Das ist übrigens ganz interessant, diese Goldhaben sind doch so bekannt geworden, die Frau Pellinger macht, dass sie sogar auf der Weltausstellung in Montreal waren, hat es also ein ungeheures Diplom dafür gegeben und es gibt also auch eine ganze Reihe schöner Bilder. Ja, sie möchten dem Herrn Sachs die Habe aufsetzen, bitteschön, das dürfen Sie. Ich komme ja dann vor wie Lohengrin. So, ja. In der früheren Zeit hat man nämlich das als Dragoner, nach den Dragonerhelmen, so nach vorn aufgesetzt. Ihr Schweinderl, Frau Pellinger. Nicht vergessen. Alles klar? Sagen bitte kein Wort, nur ja, Kopf oder Nein, Kopfschütteln oder Nicken. Danke
schön, Karin. Unser Ehrengast ist männlich. Und es geht weiter beim Hans, glaube ich. Ist Ihr Bekanntsein mit dem Ausgang von Wahlen verknüpft? Nein. Sind Sie ein Künstler? Ja. Dem O und dem Applaus nachzurechnen, ein sehr bekannter Künstler. Ja. Haben Sie vor der Fernsehkamera gestanden, um zu agieren? Nein. Kann man Sie auch auf Bühnen sehen? Nein. Haben Sie mehr mit Musik zu tun? Ja. Spielen Sie ein Instrument? Nein. Ist Ihr Instrument die Stimme? Ja. Singen Sie ernste Musik? Nein. Ja, eben nachdem Sie ja nicht so häufig auf der Bühne stehen, singen Sie wahrscheinlich eher unterhaltende Musik. Ja. Könnte ich das eingrenzen, dass das in erster Linie Schlager sind? Ja. Haben Sie auch bei Schlagerwettbewerben schon mitgemacht? Ja. Hatten Sie in der letzten Zeit einige, ja, besondere Plattenerfolge? Ja. Haben Sie eine, gehören Sie zu der, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, jetzt der weicheren Welle der Schlager? Ja. Sind Sie in Augsburg zu Hause? Ja. Haben Sie schwarze Haare? Ja. Ja, dann, ja? Ja. Dann darf ich abnehmen, es ist der Roy Bleckhoff. Genau, der ist ja, das ist also ja eine ganz erstaunliche Karriere. Da ist also in der Nähe von Augsburg ein Bub auf die Welt gekommen und ist brav in die Schule gegangen, hat nie was Böses gedacht. Ja. Hatte vor, was zu werden? Ja, ich habe 1964 das Abitur gemacht, also in der Oberschule in Augsburg, und wollte eigentlich Biologie studieren. Da hat es dann nicht gereicht von zu Hause, weil finanziell, Geld her, finanziell ja. Nicht. Und dann wollte ich Betriebswirtschaft anfangen. Weil das ist ein bisschen kürzer. Ja, ja, und nicht ne? So teuer. Ja. Nun, wie ist also plötzlich, damals hieß dieser junge Mann Höllerich. Ja, ja. Wie ist er mit Vornamen? Gerhard oder Gerd. Gerd oder ja. Gerhard Höllerich. Dieser gleiche Gerhard oder Gerd Höllerich, der also brav sein Abitur gemacht hat, hat in seiner Freizeit ein Hobby gehabt. Mhm. Dieses Hobby war? War eigentlich also Singen und Gitarre spielen. Ich habe angefangen, mit 16 habe ich mit der Gitarre ein bisschen geklimpert, also begleitet nur. Ja. Und später ist dann das Singen geworden, das ist, wie soll ich sagen, einmal kam ein Freund zu mir, der sagte, ich arbeite gerade als Aushilfskellner, auch in den Ferien, bei, in einer Wirtschaft, und wenn du willst, kannst du singen. Oder die haben zwar eine Band, die spielt recht gut, aber da kann kein einziger singen. Und der Wirt sucht einen Sänger jetzt. Ja. Jetzt bin ich dahinter, mich vorgestellt und habe dann, weiß nicht mehr, für 15 Mark am Abend habe ich also dann von 8 bis 12 Das waren gesungen, Zeiten, ja. Werden die Produzenten heute denken. Wenn wir also zuerst die Frage, ob er ein Instrument spielt, verneint haben, dann nur, um euch nicht irre zu führen, denn sonst wird er ja hinter einem Instrumentalisten her. Ja, nur jetzt nicht mehr. Jetzt ja, nicht mehr. Eben, also, aber er kann, nur es ist also nicht sein Beruf. Gut, also dann hat man, dann haben Sie in dieser Kapelle ja, und aus, gesungen. Ja, und aus dieser Kapelle haben sich sind zwei Jungs gewesen, mit denen zusammen habe ich die Band gegründet. Wir sind am Schluss immer gewesen zu viert, vier Musiker und ich als Sänger. Mhm. Und dann haben wir gespielt am Anfang in den Tanzlokalen. Zuerst haben wir geprobt bei mir im Keller, das weiß ich noch gut, wie meine Mutter die Wände hochgegangen ist. Und wie war dann etwa ein Vierteljahr, und nach diesem Vierteljahr haben wir gefragt, ob wir in dem und dem Lokal spielen dürfen. Ja. Ja, und das ist uns also ewig abgelehnt worden, weil die gefragt haben, wer seid ihr bekannt? Und wir waren nicht bekannt, wir waren niemand. Und eines Tages durften wir dann in einem anfangen, und das ging dann sehr gut. Zuerst haben wir mal 2 Stunden gespielt, dann hat er gesagt, so, jetzt können Sie aufhören, jetzt schalten wir die Musikbox ein, jetzt sind die Leute da. So fing es an. Und, ein ermutigender Start. Na, so wirklich ja. Nicht. Und es war, ja, 64 war es Abitur, und da hatten wir zugesagt schon lange vorher für die Musikausscheidung für Augsburger Oberschulen. Ja? Ja.
Und das war, wir haben das Datum nicht beachtet, das war genau an dem Tag, am Montag war Deutschabitur, Dienstag war dieses Konzert ja. Und am Mittwoch war Matthäus Abitur. Und Matthäus war sowieso der allerletzte. Ja, da kann man uns die Hand geben. Ja? Und da war es. Ich habe immer meine Mathematiklehrer versucht zu erklären, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Ich bräuchte ihm das nicht beweisen, ich könnte ihm das ehrenwörtlich versichern. Ja, so ungefähr war es bei mir auch. Und dann haben wir da gesungen, das war ein netter Erfolg damals. Und am nächsten Tag war es, wie gesagt, das Abitur in Matthäus. Und ich habe dann das Abitur, hatte ich bestanden. Und dann am 20. August, das war eigentlich ein Termin, der für mich sehr wichtig war. Da war in einer großen Augsburger Halle ein Konzert, das wir, die Band und ich, auf eigene Rechnung machten. Das heißt, wir haben den Saal gemietet auf Pump zuerst. Und dann haben wir gedacht, 20. August, das war ungefähr so heiß, wie es mir jetzt ist hier. Und da kommt überhaupt kein Mensch wahrscheinlich. Ja. Und dann war es abends doch ganz voll in dem Saal. Und das war so nett, wir haben den Oberbürgermeister unserer Stadt eingeladen und er saß mit seiner Frau in der ersten Reihe und hinter ihm lauter wild tobende junge Leute, die meistens nur noch die Badhosen anhatten, weil die schon alles runter hatten. Und der wurde also immer kleiner in seinem Stuhl. Und es war also wirklich nett und war ein großartiger Abend. Und da waren einige, ihm ist auch heiß. Und dem ist wohl heiß, ja. Waren einige Produzenten und Leute aus der Schlagerbranche da. Und dann habe ich meine erste Platte gemacht, die ist ganz schief gegangen. Dann habe ich gesagt, naja, das wird doch nichts. Habe angefangen zu studieren, habe ich in München auf der Uni für Betriebswirtschaft eingeschrieben. Dann kam die zweite, die ist auch in die Binsen gegangen. Und wir haben uns mit einem schönen Betriebswirtschaftsstudium abgefunden. Ja, eigentlich ja. Und dann kam der letzte Versuch, der Produzent meinte, man sollte doch vielleicht mal etwas Drittes probieren. Und dann kam, das erste war, das war die Platte, Du bist nicht allein. Und da habe ich gesagt, was wollt's, Kinder, es ist ja, wenn das andere nicht gegangen ist, das war also in stark rhythmische Sachen, wie soll das in einer Zeit, wo die Rolling Stones und die Beatles ganz groß waren, da waren die Beatles zum Beispiel mit Rock'n'Roll Music schon 14 Wochen in der Bayerischen Hitparade. Wie soll das dann was werden, ja? Und wir haben es dann doch aufgenommen und es ist dann... Das war die Rakete. Das war das erste Mal. Ja, vielleicht, weil es eben gerade der Kontrapunkt war, weil es in dieser harten Welle plötzlich ein ganz neuer Sound war. Das ist möglich, ja. Und ich glaube, das ist auch das ganze Geheimnis dieses weitergehenden Erfolgs, dass da jemand nicht gegen seinen Strich singt, das glaube ich, darf ich sagen. Ja, das stimmt. Und ja, dass er den Leuten etwas bringt, was sie ja heute weitgehend von außen beziehen, nämlich ihre Gefühle. Der Schlager ist ja so eine Ersatz geworden, mit dessen Hilfe man Gefühle ausdrückt, die man nicht mehr artikulieren kann. Der Schlager ist ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, aber wenn Sie so sagen, dann verstehe ich. Ja, jetzt, ich habe auch nicht so arg drüber nachgedacht, aber der Gedanke kommt ja gerade, wie man also merkt, wie dann plötzlich sowas also hochgeht. Mhm. Nun haben Sie ja, glaube ich, noch weitergehende Ambitionen. Ja, also ich habe... Ich frage ganz präzise nach dem Film. Also, ja, naja, also ich möchte noch nichts dazu sagen. Es ist mein erster großer Film und wie gesagt, ich bin ganz neu in dem Geschäft. Und ist zu frisch, als dass man sich schon ein Urteil erlaubt. Ja. Warten wir noch ein bisschen ab. Wir drücken aber die Daumen. Gibt es sonst irgendwelche größeren Pläne? Ich glaube, dass der wichtigste Schritt in meiner Musikkarriere war der, dass ich jetzt das erste Mal eine Operette gesungen habe, und zwar Die Blume von Hawaii von Paul Abraham. Und zwar ein bisschen moderner, also nicht mehr die Form wie früher, dass die Melodien meistens frei waren, sondern etwas rhythmisch, dass jedes Lied einen Rhythmus hatte, als Slow Fox, als Fox und so weiter. Und darf ich das also als die Absicht des Beginns ein?